Hallo, ich bin Christopher Kümper aus Christophers Restaurant in Berlin-Charlottenburg. Heute kochen wir in Kooperation mit dem Forum Moderne Landwirtschaft und seiner Grasscouts ein leckeres Frühlingsmenü. In unserer Vorspeise kochen wir einen Spargelsalat mit einem Zitronendressing und Liebstöckel. Dafür brauchen wir weißen und grünen Spargel, etwas Zitronen, grünen Apfel, Tomaten, etwas Sojasauce, ein bisschen Rapsöl, Champignons und Liebstöckel. Wir verwenden heute für unseren Spargelsalat weißen und grünen Spargel. Und was man alles bei der Auswahl für einen schmackhaften Spargel beachten muss, das sagt uns unser Agrarscout Thies Meyer. Moin, ich bin Thies. Wir produzieren Spargel in der Mitte Niedersachsens. Und die beste Garantie für frischen Spargel ist, diesen direkt bei seinem Produzenten vor Ort zu kaufen und damit lange Transportwege zu vermeiden. Für unsere Vorspeise schälen wir als erstes den weißen Spargel. Dafür nehmen wir am besten einen Sparschäler. Die Schalen dafür müssen wir unbedingt aufheben. Damit kann man später einen schönen Spargelfond kochen, für eine Spargelsuppe oder für ein Spargelrisotto zum Beispiel. Wichtig ist es, dass der Spargel schön stabil ist und etwas Flüssigkeit abgibt. Daran merkt man, dass er schön frisch ist. Wenn man ihn da geschält hat, müssen wir unten das Holzige, ca. 1 cm oder eine Fingerbreite abschneiden und das auch mit den Schalen zusammen aufheben, um daraus später einen Fond zu kochen. Für den grünen Spargel nehmen wir den Spargel und entfernen die kleinen holzigen Blättchen an dem Spargel, schneiden auch da ca. 1 cm das Holzige unten ab, nehmen den Sparschäler und schälen da nur das untere der Schale ab. Das obere kann man ohne Probleme mitessen, da der im Gegensatz zu dem weißen Spargel nach oben wächst und nicht nach unten, ist die Haut oder die Schale nicht ganz so holzig. Auch davon brauchen wir ca. 3 Stück. Dann nehmen wir unseren geschälten Spargel und schneiden ihn in kleine, mundgerechte Stücke. Den Spargel müssen wir im Gegensatz zu unseren anderen Zutaten noch ganz kurz blanchieren. Für ca. 30 Sekunden bis eine Minute, um ein ganz bisschen den rohen Biss rauszubekommen. Wenn unser Wasser kocht, nehmen wir den Spargel, lassen ihn in das Wasser, blanchieren ihn für ca. 30 Sekunden, kurz bevor er kocht. Also wir wollen nur, dass der Spargel ein klein bisschen an Biss verliert, seine Knackigkeit definitiv behält. Wichtig ist, dass wenn wir nach dem Blanchieren, dass wir den Spargel in Eiswasser abschrecken, um sofort den Garvorgang zu unterbrechen, dass er uns nicht zu weit kocht und dass die Farbe des grünen Spargels erhalten bleibt. Nach 30 Sekunden holen wir den Spargel aus dem Wasser und schrecken ihn im Eiswasser ab. Noch ein kleiner Tipp von mir, danach das Blanchierwasser nicht direkt wegkippen, sondern am besten in dem Blanchierwasser direkt den Spargelfond ansetzen, dass man keinen Geschmack verliert und danach dementsprechend auch eine leckere Suppe bekommt. Die weiteren Zutaten für unseren Spargelsalat sind grüne Äpfel, Champignons und etwas Tomate. Die schneiden wir uns jetzt alle zusammen. Die müssen nicht blanchiert werden, die müssen unbedingt roh bleiben. Für den grünen Apfel schneiden wir uns eine kleine Ecke ab und schneiden ihn in feine kleine Stifte. Der grüne Apfel gibt noch etwas schöne Säure dazu, etwas schöne Frühlingsfrische. Für die Erdigkeit nehmen wir zwei Champignons. Die Champignons haben auf einer Seite ein sehr schönes Schnittbild, nachher, um die oben auf dem Salat zu drapieren, und bringt vom Geschmack eine sehr schöne Erdigkeit noch dazu. Für die Tomate nehmen wir eine Tomate, entfernen oben den Strunk, einmal vierteln, und schneide das Kerngehäuse raus, was ich auch unbedingt aufbewahren muss für weitere Gerichte. Und schneide auch die Tomate in feine Streifen. Das Ganze machen wir noch mit dem anderen Viertel. Alles zur Seite legen, damit wir es gleich zusammen mit dem Spargel marinieren können. Zu einem guten Salat braucht man immer ein gutes Dressing. Und das machen wir heute aus Zitronen, Liebstöckel, etwas Sojasauce und Rapsöl. Was eigentlich der Unterschied zwischen einem kaltgepressten Rapsöl und einem raffinierten Rapsöl ist und was man sonst noch alles aus Raps machen kann, das sagt uns jetzt unsere Scoutin Janina Spahr. Hallo, ich heiße Janina Spahr und komme von einem Ackerbaubetrieb aus Schleswig-Holstein, auf dem wir unter anderem auch Raps anbauen. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen raffiniertem und kaltgepresstem Rapsöl? Der Unterschied ist die Herstellung. Kaltgepresstes Rapsöl wird, wie es der Name schon sagt, bei geringen Temperaturen und ohne Zusatz von Chemikalien hergestellt.
Vitamine und ungesättigte Fettsäuren bleiben enthalten. Raffinierte Öle entstehen durch Warmpressung und mit Extraktion von Lösungsmitteln. Sie sind universell einsetzbar, können hoch erhitzt werden, sind aber geschmacksneutral. Aus Raps können neben Speiseölen auch Rapsschrot für die Futtermittelindustrie oder Biodiesel hergestellt werden. Vielen lieben Dank, Janina. Für unser Dressing brauchen wir als erstes eine Basis. Dafür nehmen wir den Zitronensaft. Wir nehmen hier ein kleines Sieb, dass ich die Kerne und kleine Fasern direkt raussieben kann. Presse mir den Saft in eine Schüssel. Das Ganze kommt dann in ein Verhältnis 1:1 mit etwas Sojasauce. Nehmen wir hier, die ist schon sehr salzig. Da muss man nachher dann beim Salzen etwas aufpassen. Und etwas Liebstöckel. Dann nehme ich mir ein paar Blätter, schneide die ganz fein in feine Streifen, gebe das Ganze zu dem Saft und der Sojasauce, nehme mir einen kleinen Schneebesen und mixe das Rapsöl ein. Bis es ganz leicht emulgiert. Das Ganze wird dann noch mit etwas Pfeffer und dann ganz ein bisschen Salz abgeschmeckt. Dadurch, dass die Sojasauce schon so viel Salz hat, müssen wir mit dem Salz etwas aufpassen und können jederzeit nachher, wenn wir den Salat anmachen und das abschmecken, noch etwas mit Salz nacharbeiten. Dann können wir anfangen anzurichten. Dann suchen wir uns alle unsere Zutaten wieder zusammen. Wir haben die Tomate, den Apfel, die Champignons und unser Dressing. Den Spargel holen wir aus dem Eiswasser. Lassen wir den ganz kurz etwas abtropfen. Spargel, etwas abgetropft, schön knackig, schön grün. Nehmen wir uns einen Löffel und marinieren das Ganze mit dem Dressing. Wir mischen das dann alles und richten das Ganze auf einen weiteren Teller an. Dann nehmen wir als erstes die Spargelstücke. Und wenn wir den anrichten, lasse ich mir immer die schönen Spitzen vom Spargel über, um die nachher dann schön beim Anrichten oben reinzulegen, dass wir ein schönes Anrichtebild haben. Überall die Farben schön verteilen, dass man die Tomate hat, kleine Champignons, ein schönes Schnittbild obendrauf. Am Ende zum Verfeinern noch eine Zitrone und reiben etwas Zeste oben drüber, um nochmal einen schönen frischen Geschmack zu bekommen. Und so haben wir unseren leckeren Spargelsalat mit einem Zitronen-Rapsöl-Dressing mit Liebstöckel. Und wenn ihr wissen möchtet, wie es im Hauptgang weitergeht, dann schaut doch euch das nächste Video an.